Warum hat der Michel immer recht? Hat er natürlich nicht. Aber ich bemühe mich, sehr oft recht zu behalten. Im Grunde genommen ist das der Job. Sowohl der Job eines Investors, als auch ganz fundamental der Job im Leben. Egal was Sie tun, Sie müssen abschätzen, ist es gut, ist es schlecht, macht es Sinn, macht es Profit, wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren. Und darauf müssen Sie Ihre Entscheidungen aufbauen. In jeglicher Situation des Lebens. Sie müssen entscheiden, wollen Sie heiraten oder wollen Sie nicht heiraten. Wem habe ich das noch neulich gesagt? Ah, genau. Grüße an dieser Stelle an Jasmin. Du weißt schon, wen ich meine. Also Sie müssen sich überlegen, heirate ich oder heirate ich nicht? Wen heirate ich? Wie gut oder schlecht Ihre Entscheidung am Ende ausfällt, desto besser läuft die Geschichte. Also wenn Sie es ganz schlecht machen und über Nacht heiraten, dann geht's meistens in 2 Wochen schief. Wenn Sie es ein bisschen besser machen, dann hält's 3, 5, 8, 10 Jahre und dann geht's schief. Und ganz, 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 ganz wenige, die haben es so super gewählt, dass es doch tatsächlich für immer klappt. Genauso im Beruf. Das übrigens die ganz krasse Entscheidung, nur ganz kurz am Rande erwähnt. Hier müssen 14, 15, 17-Jährige Leute, die quasi noch kleine Kinder sind, eine Entscheidung treffen, die sie das ganze Leben begleitet. Richtig heftig. Wer da die richtige Entscheidung fällt, ob aus Glück oder mit Kalkül, der profitiert die nächsten 50, 60 Jahre und wer hier eine falsche Entscheidung trifft, der wird 50, 60 Jahre die Zeche zahlen, beziehungsweise das Ganze sehr teuer und aufwendig und anstrengend nachholen müssen. Und je besser Sie sind, je besser Sie werden, je mehr Erfahrung Sie haben, je mehr Wissen Sie haben, je cleverer Sie sind, desto besser werden Ihre Entscheidungen, beziehungsweise Ihre Prognosen und Ihre Einschätzungen. Ein super Beispiel hierfür Warren Buffett, der seit, 70 Jahren oder was quasi durchgängig recht hat. Natürlich nicht in allem, aber eben meistens. Ein Negativbeispiel, Dirk Müller, der seit 10 Jahren den Crash für nächste Woche sieht, aber dann kommt er halt nie. Ab und zu gebe ich ja hier auch mal einen kleinen Tipp zur Wirtschaft. Bislang alle innerhalb kürzester Zeit ins Schwarze getroffen. Das ist natürlich fantastisch, da freue ich mich natürlich drüber. Auch hier der Letzte. Am 23. sage ich euch, ich spüre da was in der Luft. Und was haben wir? Fast 10% ist der Dow Jones seitdem in die Höhe gegangen. In wenigen Tagen und zwar nicht auf irgendein riskantes Papier, sondern auf einen Index. Das macht die Sache noch viel schwieriger. Da muss ich dann bei aller Bescheidenheit schon sagen, bin ich ein bisschen selbst von mir beeindruckt. Aber worauf will ich hinaus? Ich habe schon öfter festgestellt, dass Leute hier eben nicht vorsichtig genug sind, beziehungsweise nicht genug prüfen. Ihr solltet viel, viel mehr prüfen, was Leute sagen und was dann nachher dabei rauskommt. Also mir ist es vor allem deshalb aufgefallen, weil es ganz, ganz viele prominente Leute gibt und auch YouTube-Kanäle, die seit 5 oder 10 oder vielleicht sogar 15 Jahren Videos machen, die ganz, ganz viele Prognosen gemacht haben und ganz viele davon in die Hose gegangen sind, bei nicht wenigen Leuten sogar fast alle Prognosen oder ein Großteil der Prognosen, bei manchen sogar tatsächlich komplett alle und irgendwie merkt's keiner oder fast keiner. Die Leute haben weiterhin ihre Fans, werden weiterhin gehypt, kaum einer beschwert sich, die Fans wachsen sogar noch und kein Mensch scheint sie an Ergebnissen zu messen. Daher mein Aufruf an euch, guckt da besser hin. Das heißt natürlich nicht, dass man hier die große Hexenverfolgung machen soll und das heißt auch nicht, dass man nur Kanäle guckt, die immer recht haben. Immer recht hat sowieso keiner, aber man sollte auf jeden Fall viel, viel stärker darauf achten, was Leute früher gesagt haben und was dabei rauskam. Also guckt euch ruhig mal Videos von vor 2, 3, 5, 8 Jahren an, von den Leuten, die ihr schätzt, wo ihr gern YouTube-Videos seht, Bücher lest, Podcasts hört oder was auch immer und macht sozusagen nachträglich den Faktencheck. Schaut euch später einfach mal an, was haben die damals so gesagt und was kam dann letztlich dabei rum. Und dann werdet ihr vermutlich in ganz, ganz vielen Fällen feststellen, dass da immer sehr, sehr viel angekündigt wird. Meistens hören sich die Aussagen dann auch noch unheimlich sicher an. Also da wird nicht gesagt, ach, vielleicht könnte es so sein, sondern die sind sich alle immer ganz sicher mit ihren Prognosen und nachher tritt dann nichts ein. Das geht sogar mir persönlich so, wenn ich meine Lieblings-YouTuber, die 3, 4, 5 Stück, die ich da habe, anschaue und mir da ältere Sachen ansehe, dann merke ich selbst bei denen diese Tendenz, dass da vieles oder das meiste sogar in die Hose gegangen ist.
Und das sind dann eigentlich schon besonders gute YouTuber. Bei anderen sieht es dann noch viel katastrophaler aus. Daher prüft es nach, seid da aufmerksam, merkt euch Aussagen, merkt euch, wer was gesagt hat, guckt öfter mal auch ein altes Video und prüft danach, ist die Sache eingetreten oder nicht. Das macht euch fit für zukünftige Aussagen. Logischerweise macht es viel, viel mehr Sinn, eine Prognose von jemandem, der in der Vergangenheit in 8 oder 9 von 10 Fällen recht hatte, viel auf dessen Prognose zu geben, während es sehr wenig Sinn macht, die Prognose von jemandem zu beachten, der in den letzten 10 Fällen in 8 oder 9 von 10 Fällen daneben lag. Also kurz und knapp, prüft das Ganze ein bisschen öfter und ein bisschen mehr. Überlegt euch mal, welche eure 4, 5, 10 Lieblings-YouTube-Kanäle sind und dann schaut ihr euch einfach mal so die alten Videos durch, guckt nach Überschriften, da sieht man ja schon in den Überschriften, worum es so grob geht und welches irgendwelche Prognosen beinhalten könnte, wenn es zum Beispiel über Börse geht, über Crash geht und so weiter und so weiter. Dann schaut da einfach mal rein, hört zu, was die sagen und dann macht ihr jetzt im Nachhinein den Faktencheck. Ist es nachher so gekommen, wie der damals prognostiziert hat oder ist genau das Gegenteil eingetreten? Und für die Börsen-YouTuber, die ja hier auch zuschauen, die sich gern mal darüber wundern, warum es bei uns hier oft um Politik geht, das ist relativ einfach erklärt. Börse ist Politik. Nichts und niemand hat einen so gigantischen Einfluss auf die Märkte wie die Politik. Wenn Sie in der Wüste regieren, wird der Sand knapp. So ist das. Das wissen wir spätestens seit den letzten 10 Jahren. Fundamental sieht's nicht so toll aus, aber dank Politik gab's einen riesen Boom. Und wenn ihr euch mal den Staatshaushalt so anschaut, die meisten Länder haben eine Staatsquote um 50%, dann sieht man ja allein schon da, der mit Abstand, mit weitem Abstand größte Player am Markt ist eben der Staat. Logischerweise hat dieser auch den größten Einfluss auf ihn. Er bestimmt den Zins, er bestimmt die Inflation, er bestimmt die Richtung, er bestimmt, ob die Märkte freier oder unfreier werden, er bestimmt einfach alles. Und somit, für mich zumindest, der mit Abstand größte und wichtigste Faktor für die zukünftigen Entwicklungen an den Märkten und der Börse. Daher sollten sich Leute, die sich für Politik interessieren, ruhig auch mal etwas mehr mit den Märkten beschäftigen und die Leute, die sich nur für Märkte interessieren und wenig für Politik, die sollten unbedingt viel fitter in Sachen Politik werden. Es lohnt einmal darüber nachzudenken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das war doch sehr höflich formuliert, finde ich. Nicht? Das meine ich auch. Ich habe mir extra vorgenommen, heute Morgen besonders höflich zu sein. Können Sie dem jetzt nicht mal sagen, dass er ruhig sein soll? Ja. Gehört doch nur zu den ganz grundlegenden und fundamentalen Rechten einer freiheitlichen Demokratie, dass man seine Meinung sagen darf. Was wollen Sie nun eigentlich? Wollen Sie, dass wir aufklären, dass wir sagen, wie es war?